Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Gaming Dope Beats 1.9. Wir sind schon, wie, also wir sind immer noch in der Höhle, nicht schon wieder. Aber wir haben mitten im Cave aufhören müssen. Ups, da hat uns das Skelett schon gefunden. Wow, das kann strafen. Und vor allem schneller wie ich. Das ist unfair. Okay. Gleich wieder abwerfen die Fackeln daher. Und jetzt muss ich da mal den Weg dahinter wieder sicher machen. Damit ich da nämlich schnell abhauen kann, wenn mich was erwischt. Dann da wieder das. Da liegt Eisen am Boden, weil die Creeper vorher so brav alles aufgeräumt haben. Also vorher, letzte Folge schon. Das ist ja schon fast ein alter Hut wieder. Vielleicht wieder ist Skelett mitgerissen. Ich will jetzt wirklich gleich mal da hinten die Diamanten holen eigentlich und dafür eben die Gegend ein bisschen auframmen. Und alles gerade ein bisschen ausleuchten. Skelette sind jetzt so viel schneller geworden. Hey, die haben jetzt glaube ich irgendwie so einen permanenten Speedboost oder so. Okay, da geht's noch ein bisschen weiter. Unsere Gier nach Loot wird uns noch ins Verhängnis führen. Ja, vor allem da wäre jetzt schlimm, wenn irgendein Mob hinter mir ist. Da ich nämlich noch kein Wasser habe. Oder nicht mehr. Da werden wir gleich wieder alles mitnehmen. Und wir haben kein Essen mehr. Das heißt, wir werden jetzt sowieso da noch ein bisschen aufräumen und wieder ab an die Oberfläche. Da ein paar von denen. Redstone hat man ja Gott sei Dank immer genug, aber kann man ja immer brauchen, wenn man eine Redstone Contraption bauen will. Im Seth Blink-Style. Das sind viele Diamanten, aber die muss ich zuerst safen wahrscheinlich. Okay, die sind safe. Ausgezeichnet. Und da hinten geht die Höhle scheinbar auch noch ein bisschen weiter. Die geht. Boah, die hat viele Branches. Das heißt, da können wir uns austoben mit unserem Caven ohne Ende. Da nehmen wir noch die. Keine Ahnung, wie viel Eisen mit. Das ist eine riesige Tasche. Und dann sollten wir jetzt aber auch schon mittlerweile genug für unseren Amboss haben. Und vielleicht ein zweites Rüstungsset und Obsidian brauchen wir. Wir haben nämlich 15 Diamonds. Wir können uns Obsidian an der Oberfläche machen, was auch sehr praktisch ist, nur nicht zu viel. Oder wir machen uns einfach zuerst ein Netherportal. So, und jetzt sieht man eben schön, in welche Richtung wir gehen, da wir alles schön gerade gemacht haben und alles schön ausgefackelt. Oder man könnte sagen, da fackeln wir nicht lange und wow, wir haben schon 15 Diamonds. Wir haben schon genug für Diamond Sword, das wir dann ordentlich enchanten können. Wir haben Leder, wir haben alles für einen Enchanting Table aus Obsidian. Wir haben eine kleine Kuhfarm, dass wir uns Bücher bauen können und Bücherregale. Wir haben genug Holz dafür. Und da oben werden wir uns jetzt gleich mal schlafen legen und ja, wir werden unsere Farmen, wir müssen uns unser Essensvorrat müssen wir aufbessern.
Wir brauchen definitiv einen Kartoffeldrop von einem Zombie. Oder einen Villager-Zombie. Und dann machen wir uns Golden Apples und machen Villager aus dem Villager-Zombie. Vielleicht wird es ja ein Farmer und dann machen wir unser Villager-Farm oder sonstiges. Da kann man vieles machen. Und da steht schon unser Zombie. Bitte drop uns eine Kartoffel. Nee, schade. Aber auf alle Fälle, wir brauchen jetzt was zu essen. Ja, Zombie, du kannst da gerade nur gern draußen umspringen, aber ich brauche trotzdem was zu essen. Kann er mir einen Golden Apple machen? Aber nein, das will ich nicht. Wir haben da einen Stack Charcoal. Ein Stack Eisen. Gold habe ich auch noch unten gesehen. Gerade, aber das ist jetzt nicht gerade das Wichtigste gewesen. Cobblestone. Wir können uns also eine Cobblestone-Hütte anfangen zu bauen. Aber eine größere, denn wir brauchen viel Platz. Wir können die Bögen da zusammenbauen. Dann haben wir nämlich mit der Zeit wieder einen stabilen Bogen. Wir haben da Knochen, machen wir Bone Meal draus, um es zu lagern. Wir haben da mehr, wir haben da mehr. Wir haben noch mehr Knochen. Dann haben wir noch String. Sehr gut, dann können wir uns nämlich mehrere Bögen bauen und vielleicht eine billige Variante von Power 4 Bow bauen. So, ganz wichtig jetzt, Diamonds. Ach, schlafen wir mal eine Runde. Dann wird es nämlich draußen hell und der Zombie daneben da verbrutzelt ohne Ende. Wir haben da drüben sogar zwei Enderman. Und ich glaube, auf unserem Haus können Sachen spawnen. Das ist natürlich eine uncoole Variante. Jetzt schauen wir da gleich, hätten noch ein paar Zombies töten, vielleicht droppen sie noch was Gutes. Okay, Rotten Flash ist schon einmal ein Anfang. Den Enderman will ich jetzt aber nicht anhauen. Der macht mir nämlich noch zu viel Schaden. Da haben wir Sachen. Wir brauchen jetzt dann ein paar Kleinigkeiten. Okay, tun wir die Kühe auf der Insel, die restlichen, mit Gewalt wegfarmen. Okay, ein Steak. Drei Steaks. Nur ein paar Steaks und noch ein bisschen Leder. Leder brauchen wir jetzt ohne Ende. Da wir uns natürlich jetzt eine Bibliothek aufbauen wollen. In unserem zukünftigen Häuslein, was wir da denn haben. Und vielleicht machen wir dann mit dem Diamond Sword genug Damage, dass wir gleich mal drei Hits für Creeper und sonstige Gegner brauchen. Okay, jetzt muss ich da definitiv Rotten Flash hauen, sonst fangen wir nämlich an zu verhungern. Und unser Eisenschwert ist auch schon hart an der Grenze wieder. Wir haben jetzt ein paar längere Fights gehabt und vor allem schwierige Fights. Also schwierig im Sinne von viele Gegner in kurzer Zeit. Okay, wir haben überall noch ein bisschen Rotten Flash und sonstiges umliegen. Da haben wir noch ein paar Sugarcane. Die Sugarcane nehmen wir gleich mit. Die können nämlich wir brauchen. Damit machen wir unser erstes Buch und jetzt dann unseren ersten Enchanting Table. Denn hinten sollte jetzt dann das Eisen fertig gekocht sein. Damit machen wir unseren Bucket. Den Bucket verwenden wir, um Lava in Wasser zu tun oder Lava zu Wasser dazu zu stellen. Und dann... Oh, noch gar nicht so weit, aber... Ja, das lassen wir alles da. Wir machen einmal Obsidian und wir machen uns jetzt ein Diamond Pickaxe. Wir haben kein Holz mehr. Und zwar so richtig gar keins schon wieder. Okay, ich habe einen kompletten Stack davon zu Ding verarbeitet.
Vielleicht sollte ich meine Holzfarm für Holz, das ich verbrauchen will, aus Buche machen. Also aus Birchwood. Denn Birchwood wächst, glaube ich, immer noch gerade und es gibt keine riesige Variante von Birch. Ja, und da haben wir schon zwei Setzlinge. Damit werden wir es jetzt anfangen. Unser Birchwood Farm. Ich frage mich gerade wo. Aber wahrscheinlich einfach am besten da ein bisschen daher. Immer in die Nähe von unserem Haus, denn dann haben wir nämlich weniger Probleme, wenn wir später das alles nachbauen wollen oder abbauen wollen. Und wir kriegen dann auch mehr Drops bzw. mehr Holz, weil wir ja dann jetzt große Vorteile daraus ziehen. Und wenn wir es leicht verarbeiten wollen, dann ja, wir können uns aber auch Holzdach draus bauen oder sonstiges. Das ist ja jetzt nichts Verkehrtes. Aber immerhin schon mindestens 4 Bäumchen aus 2 Bäumchen. So, und jetzt aber zum wichtigen Part. Wir brauchen 4 Lava. Beziehungsweise wir brauchen Wasser neben dem Lava, damit wir Lava zu Obsidian bauen können. Deswegen machen wir das gleich da herüben. Da machen wir das da gerade zu. Und wir haben jetzt noch keine Pickaxe gemacht. Verdammt. Ich wusste, ich habe noch was vergessen, aber ich war gerade sehr im Fokus für alles andere. Ah ja, wir haben ja Holz gebraucht für die Pickaxe. Das ist ja schon einmal was. So, ein bisschen Bone wieder zerlegen, wieder alles schön einräumen. Die Seeds eine, 3 Diamonds. Und wir haben eine Diamond Pickaxe. Sehr schön das Ganze. Die werden wir jetzt aber kaum verwenden, nur für die 4 Obsidian, was wir für den Enchanting Table brauchen. Denn wir können uns jetzt dann direkt ein Nether-Portal bauen. Dafür machen wir halt nachher nur einen Rahmen oder sowas. Und dann machen wir uns dann nämlich mit Wasser und dem Nether-Zeugs. Da machen wir noch ein paar Fackeln. Man kann nie genug Fackeln haben. Da haben wir genug Eisen. Also genug für die ersten paar Stückeln, was wir jetzt dann haben wollen. Und da haben wir das da. Diamond Pickaxe, auf geht's. Und das braucht er alles noch so lange. Obwohl, ich glaube, die Zeit haben sie wesentlich oben gesetzt schon. Denn früher waren es, glaube ich, 10 Sekunden, was man pro Stück da draufhauen hat müssen. Und wir brauchen nur 4. Das heißt, einmal und zweimal. Und dann graben wir uns jetzt einen schönen Weg irgendwo daneben oben. Neben der Lava setzen dann noch das Wasser ein. Und kümmern uns darum, dass wir ein Nether-Portal haben. Wieder, wie gesagt, ich glaube, ihr wollt es da oben setzen. Ja, da wollte ich es hermachen. So, und damit da jetzt natürlich nicht zu viel passiert, wollten wir da, glaube ich, so 3x3 Nether-Portal machen. So, das heißt, ich will es so schön 3x3 haben. Die Größe, dann machen wir da einen. Ah, falsche Pickaxe. Das ist jetzt natürlich schade. Um die paar Uses, was wir da jetzt nachher wieder weniger haben. Das ist 2, 3. Die haben wir noch weg. Und dann können wir da mal das erste Mal
glaube, so sollte es alles schon ganz gut hinhauen. Passt. Dann brauchen wir nämlich gleich mal Flint und Steel. So, wir haben das ganz gleich. Dann sind wir mit dem Nether auch schon gewesen und dann sind wir schon auf dem Weg zum Ender Dragon. Ein paar Riesenschritte weiter. So, jetzt noch eins im Boden rein wieder. Da uns jetzt das Wasser entgegenrennt. Oh, nein! Das war jetzt natürlich falsch. Jetzt habe ich nur das Wasser weggetan. Da muss jetzt natürlich dann von da oben kann ich Wasser rein tun. Okay. Okay, okay. Irgendwas habe ich aufgegraben. Oh, wir haben schon wieder kein Futter mehr. Gehen wir heim, craften an Enchanting Table. Und stellen den dann nochmal safe her. Und da wir dann nämlich ein bisschen Essen haben, sollte das kein Problem sein. Und ich glaube, damit können wir uns dann endlich wieder voll heilen. Ja. Das ist ziemlich cool, wenn wir da einmal out of combat sein und das Ganze so machen. Moment, da brauchen wir... Ja, man braucht alle drei in einmal. Etwas Paper. Etwas Book. Und dann brauchen wir zwei Diamonds. Obsidian. Die beiden Diamonds und obendrauf... Das Book und ein Enchantment Table. Enchanter! Den setzen wir jetzt aber während da in die Kiste. Ups, es ist Nacht. Wir gehen schlafen. Jetzt liegen wir im Bett. Man sieht uns sogar im Bett liegen. Unsere Füße sind da unten. So, jetzt sollten theoretisch eigentlich fast keine Gegner gespawnt sein. Keine bis gar keine. Und mit unserem Bucket machen wir jetzt noch das Nether Portal fertig. Okay. Okay, 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 okay. Ich muss jetzt aufpassen, da nicht zu sehr eine zu laufen. Okay, jetzt brauchen wir nochmal Flint und Steel und eine Tür. Eine Tür hätte ich schon noch gern. Obwohl, da können wir jetzt ein Birchwood Door machen, wenn wir jetzt nämlich Birchwood schon im Anschlag haben. Und ich glaube, ein Double Door aus Birchwood schaut auch gut aus fürs Haus, was wir bauen können. Dann machen wir jetzt da drüber wieder ein Stück Cobblestone, ein Stück dort eine. Und damit sollte man das alles eigentlich erledigt haben. Jetzt baue ich da gerade noch das alles im Armblock hinter. Denn da können wir jetzt ja das Ganze da ein bisschen auffüllen, da wir von da überall die Lava ausgenommen haben. Und die nehmen wir her. Und dann haben wir da genug Zeug, alles als Erleuchten für die Erleuchtung in Zukunft. So, wir haben sicherlich da irgendwie Flint. Ja, wir haben Flint, wir haben auch Steel. Obwohl, eigentlich müssen wir Flint und Iron hasen, aber wir haben unser Flint und Steel. Und wir brauchen definitiv noch eine Kiste. Dann machen wir jetzt gleich Double Chest draus. Die können wir uns jetzt nämlich noch an
Puh, da einer sitzen. Na. Wir brauchen mehr Platz. Ich kann aber da links und rechts eine Kiste draufsetzen. Das ist, glaube ich, das Gescheiteste. Nope, nicht so. Aber so und so. Und jetzt kann ich da mal alles entleeren wieder. Alles, was wir nicht brauchen. Essen brauchen wir. Das brauchen wir. Die brauchen wir auf keinen Fall. Und Holz brauchen wir. Holz und Kohle. Für ein paar Fackeln. Okay. Unser Essensproblem hat sich immer noch nicht gelöst. Aber wir gehen jetzt in Nether. Ich sollte mir dafür noch ein Schwert machen, was nicht einmal drei Hits aushaltet. Passt. Und das machen wir jetzt auf die sichere Variante. Ich nehme das gute Schwert und wenn das dann. So und. Zap! Und weiter geht's mit uns. We need to go deeper. Da hat. Okay, da brennt schon einmal genug. Ich habe jetzt nichts mit. Okay, wir stehen da halbwegs safe auf der Seite. Ha, okay. Ich habe jetzt aber keine. Ich habe jetzt nichts Cobblestone-mäßiges mit. Das heißt, nochmal Retour Cobblestone holen. Und der Transition Sound ist jetzt. What the hell? Wahrscheinlich haben sich das auch die Leute gedacht, was sie programmiert haben. Der Transition Sound ist viel zu normal. Wir müssen jetzt einfach nur alles viel weirder und unheimlicher machen oder sowas. So. Flint and Steel am Anfang immer mitnehmen in Nether, denn man weiß ja nie, was einem da noch bevorsteht. So, und immer schön aufpassen, dass man am Anfang eine sichere Bude baut. Denn das ist es A und O. Im Nether sicher ein- und ausgehen zu kennen, ist sehr wichtig. Und wenn ihr nicht die ganze Zeit Blöcke failmäßig irgendwo hinsetzen würde, wo ich sie nicht haben möchte, dann wäre das schon. Und was ich immer gern mache, ich mache da am Schluss immer gern noch eine Kurve. Damit einem die Gegner nicht so weit nachfolgen können. Oder nicht so weit nachfolgen von vornherein. Und Ecken auffüllen. So, da links und rechts Fackel dran. Da drin einmal eine Fackel dran. Da machen wir noch das Dach zu. Durch die Wand werden sie uns jetzt kaum erwischen können, aber man weiß ja nie. So, das schaut aber schon für einen Nether-Einstieg recht simpel aus. Gut und simpel, muss ich sagen. Und das war's aber dann auch schon wieder. Unser Nether-Adventure fängt sozusagen in der nächsten Folge dann an. Gehen wir wieder retour, um den Nether etwas zu entlasten. Und da muss ich aufgraben. Ich will nämlich die ganze Zeit da direkt in die Kurve mal springen und das kann ich so aber nicht. Okay, dann sage ich wieder danke fürs Zuschauen. Wir sind schon im Nether. Jetzt fehlt nur das Nether Fortress. Jede Menge Blazes farmen. Ist Ende. Ender Dragon killen und dann Shulker und sonstiges anschauen und Ender Fortresses erkunden. Also, es gibt jetzt mehr Endgame-Content. Deswegen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder von den Kamerale. Ciao, ciao.